Ein Glück, du lebst! Wo bist du? Die blöde Kiste! Ja, Leute, und damit begrüße ich euch in Part 2 von Let's Play Silence the Whispered World 2. Wir haben ein Spot-Ei gefunden im letzten Part. Und, Fernseher, ich mach dich mal aus, oder? Leiser, verdammt! Okay, er macht leiser, weil das Ding hier ihn irritiert. Dunkelheit. Rainy! Ja, Rainy. Wo bist du? Rainy hat nach dir gerufen. Bring den verdammten Fernseher zum Schweigen mit allen Mitteln, okay? Wenn ich den rechten Stick drücke, dann kriege ich die aktuelle Mission angezeigt. Geh endlich aus! Oh. Ruhe! Rini! Nach monatelanger Ruhe. Du verdammtes Scheißteil! Und das verdammte Fernseher zum Schweigen mit allen Mitteln. Ja, was kann. Halt. Ah, hier ist ein Hammer! Okay. Schluss jetzt! Hä? Was ist das? Kann ihn bewegen, Leute. Durchklettern. Wieso liegen hier lauter Dinge aus Silence herum? Träume ich das oder was? Möglich, aber da hinten in dem Licht steht doch Rainy, oder? Schirm. Schirm? Schnell zu Rainy. Das Teil trägt nur Fliegengewichte. Okay. Ist das wirklich der Kessel von Sedgwicks Opa? Oh, von Opa. Stimmt, da hat er die Petroleumsuppe drin gemacht. Da könnte ich draufspringen. Versuch's mal. Wenn ich meine Höhenangst überwinde. Hm. Und meine Angst im Allgemeinen. Für Rini. Kann ich nachvollziehen, Noah. Okay, ich muss balancieren. In die Neigungsrichtung, Noah. Halt die lang genug in der Balance. Ah, okay. Das ist ja cool gemacht. Mal was Neues. Und wieder eine Welt, die durch mich untergeht. Hey, das war nur ein Globus. Und außerdem bin ich nicht Sedgwick. Zumindest nicht mehr Nebel. Oh Gott, bewegt sich da unten was? Oder bilde ich mir das nur ein? Und was davon ist beunruhigender? Gute Frage. Planetengetriebe, oh, ja, das kennen wir auch noch. Ist das nicht das Planetengetriebe aus dem Schloss von Silence? Ja, Leute, also das sind wirklich verflixt viele Anspielungen auf das andere Spiel. Solltet ihr es noch nicht gesehen haben, guckt es euch an. Es ist es wert, glaube ich. Das Spiel an sich fand ich gut, aber auch wohl im Zusammenhang mit diesem Spiel hier. Eine Rüstung. Ist das die Rüstung, wo dieser eine Askil drin gefangen war oder sich versteckt hat? Das letzte Mal, als ich die Rüstung sah, steckte da ein Koch drin. Ich hoffe, er ist inzwischen draußen. Stimmt, ein Koch war das. Der in Ungnade gefallen war. Wer bist du denn?
Rini, was machst du? Nein, bleib stehen! Rini! Okay. Lieber nicht zu lange da reinschauen und auch nicht zu tief einatmen. Okay. Planetengetriebe raufklettern, bitte. Lokomotive, Maurice, Lokomotive. Die Lok, mit der ich durch die Luft geflogen bin. Die sieht kaputt aus. Wie alles hier. Okay. Statuenkopf. Was? Was ist das hier? An den erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht. Gleise hinaufklettern. Na los! Hinterher! Die Gleise entlang. Wer bist du denn? Wo bin ich hier? Das Licht, die Farben, der Duft, das hier ist Silence. Wow, was soll der Kitsch? Das hier ist mein Traum. Und darin will ich keine verdammten Schmetterlinge im Regenbogen. Ich will meine Schwester zurück! Oh, verdammt! Sei still und versteck dich! Schnell! Hör nicht drauf, versteck dich. Und sei still. Was war das denn? Puh. Gut gemacht. Was? Na, dass du auf mich gehört hast. Die Sucher fackeln nicht lange. Hab ich gemerkt. Was suchen die denn? Und du? Was suchst du? Meine Schwester. So klein ist sie und... Und ganz schön todesmutig. Du hast sie gesehen? Sie spazierte im Maul des Weltenwurms herum. Da zuckte sein Kiefer noch. Was? Du meinst... Der Wurm lebte noch? Wie auch immer ihr es geschafft habt, lebend aus einem Weltenwurm herauszukommen oder ihn sogar zu töten, bestimmt war eine mächtige Portion Glück dabei. Hoffentlich verlässt es euch nicht, sonst kommt ihr hier nicht weit. Übrigens ist deine Schwester bald in Sicherheit. Einer von meinen Leuten bringt sie ins Geheimversteck. Wohin? Kann ich dir nicht sagen. Ist geheim. Was bedeutet einer von deinen Leuten? Hallo? Wer bist du überhaupt? Komm. Hey, warte! Also dieser Weltenwurm sieht wie ein Neunauge aus, Leute. Wie ist sie da hochgekommen? Wichtigere Frage, wie komme ich da hoch? Ja, hätte ich auch gesagt. Felswand hochklettern. Okay. Ich drück mal den Knopf. Aha. Okay. Zurück zum Wurm. Nein. Oh, Statuenkopf. Ah, ja, Moment. Halt. Ich will mich erstmal umgucken hier. Hm? Sind die aus Gummi oder was? Scheint fast so. Pilz. Der hat schon lange kein Wasser mehr gesehen. Okay, apropos Wasser. Tümpel. Mhm. Sehr hübsch. Was bist du für den Einer? Vielleicht macht es mir ja die Räuberleiter. Eher nicht.
Ich würde auch sagen, das war eindeutig. Hm? Aber süß. Ja, ich dachte mir schon, dass es mit dem Kopf irgendwie hier was zu tun gibt. Irgendwas muss doch zur Felswand schieben lassen, um das Klettern zu erleichtern. Ja, das ist der hier schon klar. Los, Statue. Darauf käme ich bestimmt die Wand hoch, wenn ich ihn bis dahin rollen kann. Ich wünschte, Spot wäre da. Hm? Spot, bist du das? Aber natürlich, das hier ist Silence. Ja, du bist es! Du bist es! Schlüpfst du jetzt und hilfst mir? Was? Warum nicht? Na, warte. Ich hol dich da raus. Statuenkopf mit Ei. Die Waisenhausmethode. Einfach dem nächstbesten Kind auf den Kopf hauen. Ach, nicht mal ein Riss. Das hätte ich von einem Spot-Ei auch nicht anders erwartet. Okay. Pilz? Schau mal, Spot. Lecker Baumpilze. Ja, damit lässt er sich nicht... Vielleicht, Oh. Oh ja, du hast Hunger. Okay. So ein Ei gehört in ein Nest. Okay, Leute. Spot, alter Nimmersatt, komm raus und probier sie mal. Du hast doch bestimmt ganz schön Hunger. Sagt er. Pelztier, der wird dann wahrscheinlich den Spot fressen, oder? Ein schönes, warmes Nest. Genau da gehörst du jetzt hin, Spot. Oh, verdammt! Na, warte. Ich krieg das Ei schon ins Nest. Spring raus! Hopp! Na los! Ich kann mit ihm reden. Na, warte. Ich krieg das Ei schon ins Nest. Aber wie? Vielleicht ist es ja wasserscheu. Gerade habe ich mir das auch gedacht. Spot braucht ein trockenes Nest. Aber wie kriege ich da Wasser? Habe ich so eine Art Inventar oder so? Nee, habe ich jetzt nicht. Mit Spots Hilfe komme ich darauf. Wenn er geschlüpft ist, wenn ich ihn ins Nest legen konnte, wenn ich das Vieh weggelockt habe, wenn ich einen Köder gefunden habe, wenn... Oh. Viele Wenns. Okay, ich gehe jetzt mal einfach ein bisschen durch die Gegend. Vielleicht geht's hier ja weiter. Nein, hier geht's nicht weiter. Kann ich denn diesen Pilz nicht nehmen? Der hat schon lange kein Wasser mehr. Ja, und ich würde ihm gern Wasser vorbeibringen, damit er... Spot braucht einen trockenen... Aber ich weiß nicht wie, Leute. Huch. Jetzt oder nie. Genau. Das Ei in das Nest. Jawohl. Sehr cool. Beeil dich mit dem Schlüpfen, okay? Spot! Du bist es! Du bist es wirklich! Komm her! Oh Mist! Böse Mama! Das sieht man doch auch im Blick, dass sie die böse Mama ist. Das war ganz schön knapp. Aber super Sport dafür, dass du gerade geschlüpft bist. Das soll dir erstmal einer nachmachen. So, jetzt lass uns versuchen, von hier wegzukommen. Bist du bereit? Drücke X, um zwischen Noah und Spot zu wechseln. Halte linken Trigger gedrückt, um den flachen... um den flachen Spot zu erhalten. Ah. Cool. Platt wie eine Flunder. Bewege Spot mit linkem Stick zum Steinkopf. Drücke A, um Spot mit dem gewählten Objekt interagieren zu lassen. Probier das mal. Und nach rechten Trigger und noch Kugelspot.
Okay, wo ist die Mama? Ist die abgehauen? Okay, Spot. Folgst du uns jetzt wieder? Ja. Kann ich Spot... Ah, nein. Kann ich Spot jederzeit verwandeln? Nein, das werden wir schon irgendwie rauskriegen. Gut. Felswand hoch. Spot ist süß. Und wie kommst du jetzt drauf? Warte hier, okay? Bin gleich wieder da. Ich hätte den Kugelspot gemacht und hätte ihn raufgeworfen. Wieso bist du so schnell weggerannt? Wieso hast du so lange gebraucht? Wo ist Rini? Wir folgen ihr, sobald ich die Brücke gesprengt habe. Sobald du... Was? Willst du dich umbringen? Hast du Rini umgebracht? Quatsch! Ich bin Kira, Anführerin der Rebellen. Keine Mörderin. Alles klar, klar. Und ich gehe hier nicht weg, bevor diese Brücke zerstört ist, klar? Verstanden. Wieso erzählst du mir das? Weil du mir dabei helfen wirst. Verdammt, die Lichter sind aus. Was... Was bedeutet das? Dass die Sucher bald kommen. Halt mal kurz. Wieso? Was ist das? Einfach Feder gedrückt halten, okay? Okay, Bombenteile. Leute, das ist alles sehr verwirrend. Hallo? Hilfst du mir mal? Ja, gut, warum Chef. Sollte ich? Ja, nur gut, damit Chefin. Ich das richtig verstehe. Das hier wird eine Bombe? Ja. Ah, alles klar. Ihr seid Rebellen und wollt die Brücke sprengen. Logisch. Ganz genau. Habt ihr Rini als Geisel genommen, damit ich euch helfe? Auf einen Helden wie dich haben wir die ganze Zeit gewartet. Was sind diese Sucher? Marionetten der falschen Königin. Sie führen ihre Befehle aus. So, fertig. Das müsste klappen. Willst du sie entsichern? Nein, würde ich jetzt in dem Fall sagen. Das machst du. Du bist die Profifrau. Nein, ich bin Pazifist. Deckung! Das darf nicht wahr sein! Wieso stürzt das verdammte Ding nicht ein? Alles hängt an diesem Ring. Der muss auch gesprengt werden. Es reicht nicht für eine zweite Bombe. Oder vielleicht ja doch, nur ohne Zeitzünder. Eine Kamikaze-Bombe? Bist du irre? Nein, nur eine Patriotin. Oh Gott! Wenn ich nicht will, dass meine Wegbeschreibung zu Rini in die Luft fliegt, muss ich den Ring schneller kaputt kriegen. Okay, die Treppe runter. Ja, ich mach mal Lust. Kann ich mit dir reden, gute Frau? Bombenteile? Dir ist klar, dass du mit hochgehst, wenn die Bombe ohne Zeitzünder explodiert? Dann sterbe ich für Kalima. Wer ist Kalima, Kira? Gegen wen rebelliert ihr eigentlich? Noch nichts von der falschen Königin gehört? Egal, wie viele Sucher sie noch schickt. Wir werden sie aufspüren und stürzen. Mhm. Da ist irgendwas. Fliegender Krebs. Okay. Interessant. Das muss doch irgendwie kaputt zu kriegen sein. Ja, dafür brauchen wir Spot, nehme ich mal an. Bin ja gespannt, ob er alle Fähigkeiten hat, also auch Feuerspot. Mäßig. Ja, Spot. Aber wir kriegen dich da nicht rauf, oder? Gut, Leute, ich würde aber sagen, wie wir das Teil sprengen und wie wir Spot darauf kriegen und wie wir mit Kiras Hilfe zu Rainy kommen, das sehen wir dann im nächsten Part von Let's Play Silence, The Whispered World 2. Bis dahin, Leute, ciao!